Moin, moin, hallo, grüß Gott von der www.keyword-akademie.de. Hallo Rainer. Hallo Dennis. Wie geht's dir? Na gut geht's. Och, wir haben so viel zusammen momentan erlebt. Wir haben über eine Woche haben wir fleißig Aufnahmen gemacht. Ja. Aber genau. Natürlich auch für die Keyword-Akademie, aber auch ja. Für was Neues. Und zwar sagen wir nur Gitarrenglück. Ja. Mhm. Mehr dürfen wir nicht verraten. Mhm. Aber oh, das hat so viel Spaß ist gemacht. Spannend. Genau. Und zwar haben wir wirklich von morgens bis abends gedreht und aber. Jetzt wieder alles umgebaut. Mhm. Und wir sagen, jetzt geht es natürlich weiter mit Power-Tipps. Mhm. Und du hast einen vorbereitet. Und ich freue mich jetzt schon auf das Thema. Ja. Also pass auf, dann nehme ich doch erstmal das entsprechende Musterstück. Du hast was mitgebracht. Ja, ich habe was mitgebracht, genau. So, nehmen wir das mal um. Ein Schifferklavier. Ja, so sagt man bei uns. Ja, bei uns sagt man so ein Akkordeon. Ja. Zwetschge. Oder ist das was anderes? Oh, muss ich ganz gut aufpassen. Ne? Und die Zuschauer aus dem Süden werden wahrscheinlich sagen, Schifferklavier, wieso? Das heißt bei uns... Alpenklavier, weiß ich nicht. Ach so. Ne? Auf jeden Fall, Akkordeon haben wir hier. Alpenklavier. Akkordeon haben wir hier. Und wir wollen jetzt mal anhand eines Akkordeons zeigen, wie wir diese Technik oder die Stimmmöglichkeit eines Akkordeons auf den Genus übertragen können. Mhm. Also sprich, Verstimmen oder Oktavieren. Also bewusst falsche Klänge. Nee, also es soll schon gut klingen, genau. Verstimmen genau. Ist sozusagen Kunst. Genau. Ja. Also Ausgangsbasis sollte erstmal ein Klang sein. Irgendeiner, oder? Wir nehmen jetzt aus dem Synthesizer-Bereich den Mini Classic Velo. Velocity, nicht? Also da kann man mit dem, der ist also dynamisch spielbar. Und so klingt das Ganze. Ein Sample aus Mini Moog. Mhm. Und wir wollen jetzt mal zeigen, wie man das jetzt vergleichen mit dem Akkordeon. Erweitern können, diese Möglichkeit. Also, wenn wir das jetzt mal übertragen, wir haben eine einzige Klangfarbe, das ist jetzt Right 1, mit dem entsprechenden Sample ausgewählt. Mhm. Übertragen wäre das hier zum Beispiel diese Klangfarbe. So, die 1. Ein Sample. Und wir wollen jetzt Folgendes machen. Wir wollen daraus jetzt durch eine Verdopplung der Stimmzungen und einer entsprechenden Verstimmung der Zunge eine Schwebung erzeugen. Das machen wir jetzt hier auch mal entsprechend. Dann war das Original. Und das machen wir jetzt daraus. Ist das sowas ähnlich wie der Voice-Schalter oder ist es eher so wie eine Registration? Das hier? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, also im Prinzip eine Registrierung kannst du ja nicht. Preset. Genau, so ist es. Ne? Und als letzten Schritt machen wir dann wieder Ausgangsbasis unser 8-Fuß oder unser Sample in der Äquallage, also in der normalen Lage. Und dann wollen wir dazu addieren einen Klang ein Oktav tiefer, beziehungsweise ein Oktav höher. Klingt dann so. Grundton und eine Oktav tiefer. Verstehe. Und das können wir natürlich auch addieren. Mhm. Das haben wir dann hinterher hier im Tutti-Registrier. Im Tutti haben wir dann eine Schwebung und eine tiefe Oktave. Alles zusammen. Das machen wir jetzt im Genus genauso. Jetzt nicht mit einem Akkordeon-Sample, sondern tatsächlich mit dem mit der Synthesizer. Das war sozusagen deine didaktische Methode. Das war das Muster. Damit ich das auch verstehe. Genau, so und jetzt wollen wir das einfach nachbauen. Mhm. Und mit dem Wissen kann man nämlich auch ganz schnell weitermachen. Ist das eigentlich schwer? Was wiegt so ein Schifferklavier? So, verschieden, je nachdem. Das kann schon mal 10 Kilo wiegen, ne? Das ist ganz. Kommt drauf an, wie viele Zungen drin sind. Es gibt ja auch mittlerweile so Stative dafür, ne? Ja, klar, schon lange. Das ist schon lange, ne? Okay, jetzt haben wir den Klang, das ist unsere Basis. Als nächstes wollen wir jetzt eine Schwebung erzeugen. Und normalerweise, das haben wir auch schon einige Male erwähnt in Power-Tipps und Videos, sollte man niemals das gleiche Sample auf Right 2 legen, um dann mit der gleichen Einstellung zu spielen. Dann haben wir diese Auslöschungen, die dann eintreten, nämlich das. Die Klänge löschen sich aus, dann gibt es dieses ein bisschen nervige, so ein Flanging-Sound ist das. Ne? Das brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt also diesen Tremolo-Sound, diese Schwebung erzeugen. Mhm. Das heißt, wir müssen Right 2 gegen Right 1 verstimmen. Verstehe. Damit das nicht mehr gleich ist, sondern damit ich diese Phasenauslöschung nicht mehr habe. Genau, richtig. Ganz genau. Jetzt wollen wir das mal machen. Direct Access drücken wir. Mhm. Dann Right 2. Ein aus dem Right ist hier ganz egal welchen, das ist immer der gleiche Befehl und wir drücken jetzt. Jetzt sind wir also im Voice-Setting gelandet und gehen jetzt oben auf Tune. Und jetzt sehen wir hier oben Tuning in der ersten Spalte und für Right 2 geben wir jetzt einen Wert ein, mal so um 6, 7 oder sowas herum.
Und schon klingt es nicht mehr falsch, ne? Schon klingt es nicht mehr falsch. Wir gehen mal langsam hoch. Da ist das also klar deutlich besser, wenn ich nur einen Sound nehme. Mhm. Jetzt habe ich diese Auslöschung. Und jetzt mal langsam hoch. Wird doch irgendwie voller, ne? Der Klang, ja, ne? Na klar, reicher, ne? Schwebt jetzt, ne? Ganz gängiger Effekt mit zwei Oszillatoren beim Synthesizer. Klingt so ein bisschen wie der Sound von na sowas. Ja, genau, richtig, genau. Genau. Genau, das kann das sein. Ähnlich, genau, richtig. Das war eben gebaut. Ja, so genau. Du bist ja ein Bauer. Und jetzt ein Bauer bin ich sowieso. Dann von 7 können wir mal noch weiter erhöhen, bis es wehtut. Naja, jetzt Schmackssache, ne? Jetzt also 12, genau. 12 geht aber auch noch. Geschmackssache, ne? Ganz klar. Gehen wir mal wieder, ein bisschen wieder runter. Ja, super. Das wäre jetzt Methode 1. Ja. Also, den gleichen Sound wählen, in die Tune-Maske wechseln und ist dann das abregistrierbar Tuning. Eigentlich? Ja, okay. Auf jeden Fall. Ne? Das können wir gleich mal zum Schluss machen. Mhm. Und dann, jetzt der nächste Schritt war, die Oktave drüber oder drunter. Ja. Nehmen wir den zweiten wieder raus. Mhm. Das war unsere Schwebung. Nochmal. Ja. Also, jetzt nur noch ein Oszillator oder beziehungsweise ein Teilton mit der gleichen Welle. Das gleiche machen wir jetzt nochmal für Ride 3. Schauen wir nochmal rein. Wir nehmen wieder den gleichen Sound. Mini Classic Velo. Ich habe hier oben drauf gedrückt. Dann können wir den Sound wieder auswählen. Schauen nochmal eben, dass wirklich alle gleich sind. 2, 1, 2, 3. Alle den gleichen Sound. Mhm. So, und für 3 schalten wir jetzt ein und wechseln jetzt mal in die Voice Maske. Mhm. Und hier habe ich schon mal voreingestellt, steht jetzt standardmäßig, alle haben den gleichen Oktavwert. Also hier, dieser Bereich ist jetzt wichtig, mhm. Oktave für Part 1. Mhm. Also hier Part 1, hier Part 2, den haben wir jetzt gerade ausgeschaltet. Die standen beide auf 0, mhm. Also genau gleich eingestellt. Und jetzt kommt der dritte ins Spiel, Oktave 1, also sprich eine Oktave höher. Ah ja, okay. Zum Vergleich. 1. Ja. Beide zusammen. Jetzt gibt es auch einen sehr reichen Klang. Das ist genau das, was wir gerade beim Akkordeon auch gesehen haben. Mhm. Nur jetzt eine Oktave tiefer. Können wir auch mal gerade machen. Oktave 1 war jetzt über der Ursprungswelle. Und jetzt machen wir 0 und minus 1. Mhm. Heißt jetzt eine Oktave tiefer. Naja. Okay, ob ich halt unten mehr Bums haben möchte. Richtig. Oder halt oben mehr. Das ist halt, kann ich halt dementsprechend die Oktave. Ganz genau, richtig. Ja. Und zum Schluss können wir nochmal Folgendes machen. Wir haben jetzt, natürlich kann man die Lautstärken anpassen, wenn der Tiefe etwas leiser sein soll, wie auch immer, nach Geschmack. Aber was wir gerade nochmal machen können, nochmal zurückzukommen auf die Schwebung. Ride 1 ist aktiv, 2 schalten wir wieder an. Mhm. Jetzt haben wir wieder den Klang von vorhin, diesen Schwebungsklang. Und wenn wir jetzt noch im Panorama beide Seiten noch weiter auseinander drehen, ja, dann wird das Ganze natürlich auch im Stereobild noch weiter verteilt. Mach das mal während der Fahrt. Das ist jetzt nach links gedreht für Ride 1 und für Ride 2 das gleiche auf die andere Seite gedreht. Ah ja, verstehe. Jetzt haben wir einen etwas breiteren Klang noch. Hast du den jetzt auch noch verstimmt oder ist der, nee, verstimmt ist er jetzt gerade nicht. Doch. Also getuned nochmal. Ne? Das ist noch gestimmt, verstimmt von vorhin. Gehen wir nochmal rein. Direct Access, das war dann, hier. Ja. Dann auf Tune. Und hier sind wir 6 oder 7. Also ganz bisschen, so ganz fein. Genau. Ne? Ja. Und jetzt alle zusammen, geht natürlich auch zum Schluss. Dann haben wir jetzt einen vollen. Ja. Ursprungswelle war diese hier. Ja. Alles die gleichen Klangfarben. Super. Mhm. Und so kann man das natürlich jetzt auch weiterspinnen, dass man Ride 2 und Ride 3 mit anderen Wellenformen ausstattet. Aber so dieses Prinzip der Oktavierung und des Verstimmens, das bringt ganz viel das kann Leben man, in die Kiste. Das kann man ja, also wofür kann man es jetzt anwenden? Also wenn man ein paar Klangfarben basteln will, genau, oder wenn man irgendwie einen Style Klang hat und man möchte zwar seinen eigenen Klang zu basteln. Genau, okay, genau, mit diesen Anregungen. So jetzt ausgehend vom Akkordeon, gibt es diese Idee ja schon lange, wie man gesehen hat.
Ne, Schwebung, zwei Schwebungen nebeneinander. Weißt du, wann du mir das schon mal erzählt hast? Erzähl. Ich glaube, das war vor 20 Jahren. Da musste ich mit meiner Band Jump spielen. Aha, bäb, okay. Bäb, ja. Bäb. Ja, richtig. Und da hatte ich einen geilen Sound. Ich so, ey, mega geiler Sound. Hast du gesagt, hä? Ja. So ein Furz. Und da hast du das genau das gleiche, kann das ja sein? Das ist das war dann so ein Synthesizer. Jump ist sowas, nicht? Und jetzt stell dir mal vor, du hast drei Oszillatoren. Man könnte das jetzt ja auch so machen, dass man sagt, ich habe Oszillator 1, 2, wie gehabt, gerade verstimmt. Mhm. Und den dritten verstimmt man auch nochmal gegen 1 und 2, ja, noch weiter. Dann wird das Ganze noch breiter. Ne? Ja. Ja, das kann man ja nicht nur mit Synthesizer-Sounds ausprobieren, sondern mit wie gesagt, auch mit anderen Mal, ne? Akkordeon oder mit Klavier. Ja, gut, Klavier vielleicht nicht, aber. Also ne? Nach Geschmack, ja, genau. Richtig. Ja, das halt aber dieses Wissen um diese Sache, ist da ganz kommt man schon mal weiter, ne? Genau. Sehr schön. Ja. Danke für den tollen Power. Aber gerne doch. Danke, dass es dich gibt. Ach, du bist so einer. Danke, Genos. Danke, ja, dass ihr immer noch uns treu seid. Bitte, ich möchte dieses Jahr über 3000 Abos kommen. Bitte liked uns, teilt uns und abonniert uns vielleicht. Dann werdet ihr auch kein Video mehr verpassen, weil dann kriegt ihr automatisch rechts daneben sind wir auch so eine Klingel. Wenn ihr da drauf drückt, kriegt ihr automatisch mal Bescheid, wenn wir ein neues Video haben. Und wir versuchen ja immer noch, dass wir jeden Mittwoch einen neuen Power-Tipp raushauen. Das klappt noch, oder? Ja. Wir wünschen auf jeden Fall viel Gesundheit und musikalische Grüße von der www.keyboardingsakademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.